Der Vater Hans Hering. Als Disclaimer, alle meine Tipps, die ich euch gebe, sind Tipps von einer unstabilen Person. Bitte folgt die nicht. Hi People, ich bin's, Mikey, euer Unstable Stylist. People, welcome back to my channel. People, welcome, welcome back. Wie ihr wisst, ich mache ja immer meine Tee-Videos. Und wir spillen immer den Tee von anderen Leuten. Warte mal, ich brauche meinen Traubensaft. Deswegen, wenn mein Mund ein bisschen blau ist, wisst ihr, das ist wegen dem Traubensaft. Anyways, ich habe ja das letzte Mal, als ich mit Kelly ein Video gedreht habe, ein paar Tee-Sachen von euch vorgelesen. Und ich habe gesagt, wenn ich genug in meinem Inbox bekomme, gibt's Tee von den Zuschauern. And honey, meine Zuschauer, aka alle y'all, bei euch geht ja die Post richtig ab mit euren Drama. Anyways, ich habe gesagt, ihr solltet mir alle Tee in meine Instagram, Insta-DMs sliden. And let me tell you, honey, lass uns einfach mal anfangen, oder People? Der Sinn ist ja, dass ich auch Tipps gebe. A.k.a. ein verrückter Mensch sollte Tipps geben, wie man sein Leben richtig... Don't judge Atlana. Atlana is a new friend. Say hi to Atlana. That's Ping. Ey, das ist gut. Hört zu, Leute. Ich habe guten Tee. Bitte anonym, falls es in dein nächstes Video schaffen sollte. Die beste Freundin von einer Freundin von mir hat sich vor kurzem mit ihrem Freund getrennt, okay? Großes Drama, Heartbreak etc. Sie kommt kaum von ihm los. Meine gute Freundin hat allerdings kurzerhand nicht mal eine Woche nach der Trennung sich mit dem Ex ihrer besten Freundin getroffen. Oh, the drama! Nun lief also heimlich etwas zwischen den beiden und ihre beste Freundin wusste von nichts. Ey, Secret Love Affair, Leute. Warum sind die besten Sachen im Leben immer so falsch? Das ging ein paar Tage so. Ihre beste Freundin hat ihr immer wieder geschrieben, aber bekam nie eine Antwort. Weil sie das komisch fand, fuhr sie zu ihr nach Hause. Der Vater Hans Hering. Leute, wisst ihr noch in meinem Danielle Cohen Tee-Video, also egal, ob ihr es nicht gesehen habt oder nicht. Ich habe immer eine Theorie, Tee ist gut, wenn irgendjemand der Mutter irgendwas oder der Vater damit reinspielt. Dann wisst ihr, dass dieser Tee saftig ist, okay? Und der Vater hat sie reingelassen und sie erwischte ihren Ex und ihre beste Freundin im Bett. Sie stürmte ins Haus, rastete aus und schlug und schubste beide immer wieder. Auch wenn ich eigentlich nichts damit zu tun habe, habe ich Angst, dass sie mir dasselbe antun würde. Was Männer betrifft, kann man ihr anscheinend nicht vertrauen. Sister before Mister, what do you say? Okay, people. Get your teacups out, not your grape juice. Also, Drama-Effekt, geil. Ey, Zuschauer-Tee ist einfach besser als öffentlicher Tee, weil... Also, die Situation ist hier ja so, dass du diese Freundin kennst und sie hat den Ex von ihrer besten Freundin ausgespannt, nachdem sie Schluss gemacht hat. Das heißt, mit Männern kannst du sie eh wirklich nicht vertrauen, because she's a man-eater. She will come get her man, no matter what. Solche Freundinnen sind geil, mit dem Spaß zu haben, so Bekannte, so ein bisschen feiern, aber so Man-eater-Freundinnen, also wenn sie das ihrer besten Freundin antut, wird sie es dir auch antun. So, to my darling who wrote me, in alle die solche Situation haben. Wenn ihr jemals erfährt, dass eure beste Sister dem Freund von irgendjemand ausspannert, she is a Mr. before Sister kind of girl. Ich meine, es ist nicht unbedingt schlecht, würde ich mal sagen. Es ist schlecht, aber Leben würde langweilig sein, wenn alle, you know what I'm saying, moving on, next tea. Das ist fun. Das ist mein Lieblingsformat gerade. Okay, der nächste ist so ein bisschen mehr auf der, like, really tea-Seite, but it's a little bit sad. Okay, listen, because this is wieder mit Eltern, also die Mutter und der Vater ist da involviert, oh my god. Hey Mike, you want tea? You got it. That's why she must stop. Ist ein Tee der anderen Art, würde ich sagen. Ich hole dann mal aus. Ich bin mit meinem Mann seit 7 Jahren zusammen. Das Verhältnis zu seinen Eltern ist schon länger problematisch. Die beiden sind seit nun mehr als 10 Jahren auch schon geschieden und haben neue Partner. Okay, y'all got that, right? So viel dazu. Ich habe immer versucht, dass mein Mann den Kontakt zu seinen Eltern ein bisschen schöner gestaltet und habe ihn oftmals am Wochenende dazu gebracht, dass wir die eine oder die andere Partei besuchen. Mit der Zeit habe ich gemerkt, dass ich weder mit dem einen noch dem anderen so richtig auf eine Welle komme. Nichtsdestotrotz habe ich mich immer nett und freundlich verhalten. Okay, very good girl. She's trying. Sie versucht eine
Beziehung zu kreieren. Also sie ist aktiv da. Okay, good. Nun begab es sich, dass wir uns nach 5 Jahren verlobt haben und auch ein Baby planten. Da fing alles an, sehr merkwürdig zu werden. Sein Vater fragte mich beispielsweise ernsthaft, ob mir nicht jemand anders suchen möchte. Erst bezog ich das auf mich, bis ich aber es verstanden habe, dass er es negativ in Bezug auf seinen Sohn meinte. So nach dem Motto, du kannst auch jemand Besseres haben. Ich war sprachlos. Nun hatten wir mega Glück und wurden quasi beim ersten Versuch schwanger. Als wir unseren Familien die frohe Botschaft überbracht haben, sagte seine Mutter nur ganz trocken, das hätte sie sich schon gedacht. Schließlich hätte sich meine fruchtbaren Tagen ausgerechnet. Diese Mutter klingt wie ein Evil Stepmonster, also wirklich. AKA me. Da ich kein freundschaftliches Verhältnis zu ihr pflegte, fragte ich mich, woher sie überhaupt über meine Periode Bescheid wissen konnte. Ich malte mir die abartigsten Szenarien aus. Jetzt 2 Jahre später ist mir in den Sinn gekommen, dass ich damals sogenannte OVU-Tests gemacht habe. Die landeten in Müll natürlich. Den Rest mag ich nicht weiterspinnen. Oh mein Gott, das heißt, die Mutter hat diese ganzen Tests aus dem Müll raus. Digga, was sind das für die? Der Rest mag ich nicht weiter so wenig. So viel dazu. Des Weiteren stalkt sie uns, steht plötzlich vor unserer Terrassentür und drückt sich dort die Nase platt. Kommt unan. Ey, ich hatte auch mal so eine Mother-in-Law, ja? Sie ist zu mir nach Hause, zu ihm nach Hause gekommen, wo ich da war. Und hat Rhabarber mitgenommen und mich gezwungen, Rhabarber-Marmelade zu machen. Du musst das lernen, mein Sohn mag Rhabarber-Marmelade. Er mochte das gar nicht. Der war so healthy life, der frisst diese ganze Zucker nicht. Aber er hat, egal, es geht nicht um mein Leben. Kommt unabgesprochen vorbei und verlangt, unser Kind mitnehmen zu wollen. Jedes Mal denke ich mir, geht's noch? Kürzlich gipfelte es daran, dass sie meinen Mann vorschlug, er möchte doch bitte zuerst mal selber nachdenken, bevor du mit deiner Frau über etwas sprichst. Anders gesagt, sie meint, ich würde ihn seiner eigenen Meinung manipulieren. Es ist einfach unglaublich. Aber damit nicht genug. Okay, bevor ich jetzt weiterlese, das ist ein sehr oftes Verhalten, habe ich realisiert. Ich nenne das Pitbull-Mütter. Die beißen und lassen nie wieder los. I don't know why, aber es ist... Oh. Früher war das ja so, dass man heiratet, damit man irgendwie In-Laws bekommt. Und jetzt mag man die In-Laws meistens nicht. Egal. Aber damit nicht genug. Mein Mann und ich haben beschlossen, noch vor der Geburt zu heiraten. Von da an ging es gänzlich bergab. Denn nun schaltete sich auch noch plötzlich sein Bruder ein und verbreitete fürchterliche Lügen über mich und meine Familie. Außerdem benahm sich sein Vater wie die Axt im Wald. Und statt mich auf dem Standesamt zu umarmen und Hallo zu sagen, blaffte er herum, was ich doch für einen Scheiß Fotografen engagiert hätte, der nicht mal pünktlich erscheint. Er wusste gar nicht, was abgemacht war. Ich habe wirklich ein Horrorjahr hinter mir und gefühlt war unsere Ehe am Ende, ehe sie begonnen hatte. Gott sei Dank stand mein Mann hinter mir und wir sind bis heute glücklich. Mittlerweile erwarten wir unser zweites Kind. Der einzige Kommentar von seinem Vater hierzu, ob ich nicht lieber hätte aufpassen sollen. Nein, weil dieses Kind genauso ein absoluter Wunsch ist wie unser erstes. Oh mein Gott. God, darling. Ey, das nennt man wirklich Monster-In-Law, Schwiegermonster. Irgendwie nicht so ein guter Tipp, aber if they're crazy, I think just stay away from them. That's the best. Ooh, bisexuality. Ooh, this is gonna be exciting. Okay. Also passt auf, ich bin bi und habe mich schon langer Zeit in einen ehemaligen Klassenkameraden verguckt. Ich finde ihn wirklich richtig hübsch. Und toll und würde mit ihm gerne richtig viel Zeit verbringen. Aber alles groß geschrieben. Er hat eine Freundin. Oh no. Shit, das ist nie gut. Diese Beziehung ist aber nicht wirklich perfekt. Okay, you got a chance, honey. Homewrecker. Ja, sie sind zusammen, aber es ist immer so Larifari zwischen den beiden. Einmal habe ich mit ihm ein bisschen geschrieben und er weiß zu 90%, dass ich auch Jungs gerne mag. Und er meinte dann zu mir, dass wir auch mal feiern gehen können und so. Oh, this is so juicy. Do it, do it, do it. Oh my God. Auf einer Seite ist eine Beziehung. But do it, do it, do it. Oh, warte, warte. Ey, übrigens, du, dir mir das jetzt geschrieben hat, wenn es jetzt weitergeht mit dem Typen, I want updates, okay? Daraufhin habe ich dann geschrieben, gut, dass wir schon beim Wir sind.
Er meinte dann, hä, wie meinst du? Erkläre mir das bitte, ich verstehe das nicht. Aber, nochmal groß geschrieben, er meinte das auf eine liebe Art. Also er ist nicht wütend geworden und wollte aber unbedingt wissen, wie ich das meine. Er ist jetzt immer noch mit ihr zusammen und wenn ich ihn sehe, geht mir das Herz auf und ich würde so gerne mit ihm was machen. Das Ding ist aber auch, dass ich ihn oft beim Feiern sehe und dann voll die arrogante Bitch bin. Wir kommen noch dazu. Und ihn dann immer so nie Hallo sage und so, keine Ahnung, so ein Confidence-Moment, jedes Mal was von mir, was soll ich machen? Ich bin richtig verliebt in den und denke auch schon eine lange Zeit über ihn jeden Tag. Oh, juicy, juicy. Ich weiß nicht, warum ich Drama so toll finde, ich gehe dann voll auf. Okay. Also Leute, das ist ein bisschen kompliziert. Warte. An Personen, die mir das geschrieben hat. Wenn du dir sicher bist, dass er auch auf Männer steht. Also sagen wir mal so, er steht eigentlich auf Männer. Wir kommen zu den Bitch-Verhalten von dir. Sagen wir mal, er steht nur auf Männer, aber hat eine Freundin. Dann würdest du ihm sozusagen und sie auch von dieses Scheinleben retten. So. Und beide würden glücklicher sein. Because honey, if you're a girl and you're with a gay guy, that's not gonna happen. Und wenn du ein Junge bist und you're with a woman and you want a man, that's not gonna happen, okay? Aber wenn er hetero ist, keep your finger off. Straight boys, die sind so wie Chips. Man nimmt ein und man will immer mehr. Und das ist nicht gesund für dich. So. Das being said, angenommen er ist gay und du hast diesen Bitch-Verhalten, wo du dann so voll ich nenne das teuer verkaufen. Das ist meine Wortwahl dafür. Wenn man in so eine Party ist und dann der Typ ist dann da und du tust dann so, als ob du ihn nicht magst. Du gibst ihm Signale, dass du ihn wirklich nicht magst. Weil dieses Hard-to-Get-Business, ihr müsst es richtig spielen. Man macht das am Anfang ein bisschen, nur damit ihr interessant genug seid, dass die Person zweimal über dich denkt. Aber wenn ihr schon in dem Punkt angekommen seid, wo ihr schon miteinander redet, dann wollt ihr diesen Spiel nicht mehr spielen, weil wenn ihr dann diesen Spiel weiterspielt, dann gibt es den Signal, dass du halt keinen Bock hast. Beispiel, ich stehe jetzt auf einen Typen und ich bin am Anfang so, you know, selling expensive, so wie ich das immer tue. Und dann gibt es dann einen Moment, wo wir dann miteinander gesprochen haben, sagen wir mal beim Abendessen oder irgendwo. Und dann kommen wir zu einem Gespräch, das uns so nähert. You know what I'm saying? Don't be judging me. Dann kommt es zu so einem Gespräch, wo wir dann sozusagen so ein bisschen intim waren. Ab dem Punkt nicht mehr teuer verkaufen. Das ist dann einfach normal. Freundschaftlich müsst ihr das angehen. But you, I wanna hear the tea. Did you see all the deal? Oh, ich fühle mich richtig wie Ursula gerade. Ich bin so die Meereshexe. Ihr kommt zu mir. Oh. Traubensaft trinken, während ich Tee-Videos mache, generell ist, glaube ich, keine gute Idee. Ich trinke das jetzt nicht mehr weiter. Next Tea. Oh my God, this is Tea. Also meine beste Freundin seit fast 9 Jahren hat seit 1,5 Jahren einen neuen Freund. Und leider Gottes habe ich irgendwann einen Mini-Crush für ihn entwickelt. I know I'm terrible. The heart wants what it wants. Moving on. Da ich ein sehr ehrlicher Mensch bin, habe ich das auch meiner besten Freundin gesteckt, aber natürlich nicht ihm. Okay, very good. Ich habe ihr versichert, dass es echt nur Mini ist, und sie sich deswegen keine Gedanken machen muss und alles war gut zwischen uns. Der Freund jedoch hat mir kurz darauf privat geschrieben. Wir schreiben sonst nie und gefragt, ob ich Lust hätte auf einen Dreier mit den beiden hätte. Ich habe natürlich erst einmal gefragt, ob er das auch mit meiner besten Freundin abgesprochen hat, weil ich mir sicher war, dass sie mir sowas in die Richtung erzählt hätte. Ja, glaube ich auch. Hatte natürlich nicht und obwohl ich ihm jedes Mal eine Abfuhr abgegeben habe und ihm gesagt habe, er solle mit ihr euch darüber reden, ließ er nicht locker und hat immer wieder gefragt. This boy, oh my God, this boy, he needs his... In der Zwischenzeit habe ich meiner besten Freundin leider gesteckt, was er mir so schreibt, weil er es nicht getan hat. Sie war am Boden zerstört und hat ihn auch damit konfrontiert. Oh my God, poor girl. And with the best friend. My life, Alter. Irgendwann ist mir dann leider der Faden gerissen und ich habe ihm gesagt, dass ich einen Mini-Crush auf ihn habe und er es damit echt nicht leichter macht. Oh mein Gott! Und er hatte tatsächlich die Nerven, mich zu fragen, naja, wie stark sind denn die Gefühle? Wie sehr wünschst du dir, du könntest mit mir schlafen? Ich war so entsetzt darüber, dass so jemand mit meiner besten Freundin zusammen ist, dass ich auch dies ihr erzählt habe. Er hat dann schlussendlich aufgehört, aber danach hat meine beste Freundin sich immer weniger bei mir gemeldet, bis sie dann einen passiv direkten Tweet an mich gepostet hat, von wegen sie müsste toxic people aus ihrem Leben streichen. Ich habe sie darauf angesprochen und sie meinte, dass tatsächlich ich da
damit gemeint war und dass ich schuld wäre. Dass ihre Beziehung 2 Monate lang in Gefahr war und dass sie sich jetzt immer mit mir vergleichen würde und das Gefühl hat, ich würde sie bei ihrem Freund ausstechen wollen und so weiter und so fort. Schlussendlich hat sie mir die Freundschaft gekündigt und den Kontakt abgebrochen. Ich bin echt am Boden zerstört, weil sie mir wirklich die wichtigste Person auf Erden ist. Meine Frage, sollte ich versuchen, um die Freundschaft zu kämpfen oder was soll ich tun? Tut mir wirklich leid, dass es so lang geworden ist. That is a complicated situation. Weil sie ist nicht falsch, du bist nicht falsch, der Freund ist überwiegend falsch. Und das mit dem Crush, zum Beispiel, guck mal, hättest du gar keine Gefühle für ihn gehabt, würde ich jetzt einfach sagen, so, ja, so der Typ. Versteht ihr, was ich meine? Aber weil sie jetzt Gefühle für ihn hat, das ist so, das sagt auch, das gibt auch der Freundin der Grund, warum sie so die Freundschaft gekündigt hat. Aber was muss, man muss auch noch gucken, die Freundin muss dann auch irgendwo sehen, dass es so, this is your friend von langer Zeit und sie war auch immer ehrlich zu dir. So, die hat dir erzählt, dass sie so Mini-Crush, boah, das ist kompliziert. Hier nur ganz ehrlich, was mein Tipp ist, das wird eh nicht halten. Sie wird mit ihm eh bald Schluss machen und dann musst du die Stücke aufgabeln. Doch, das ist wirklich so. Und dann kommt sie zu dir angerannt. Das ist immer so, weil, guck mal, diese Beziehung wird eh nicht halten, wenn es schon so anfängt. Wenn er einen Dreier haben möchte, dann wird er dann irgendwas mit Dreier klären. Entweder mit der Frau von Bäckerei oder irgendjemand, den er im Club abgeschleppt hat. Oder wenn er es unbedingt haben möchte und die Freundin möchte es nicht, dann geht er auf Tinder und holt sich 2. So einfach ist es. Das heißt, die Beziehung wird nicht halten und er wird sie crushen. Und dann wird sie zu dir kommen. Der nächste Tee ist nicht so juicy, aber das ist ein wichtiger Tee, weil das jeden von uns einmal passiert. Hör mal. Ich habe mit einem Jungen gechillt, der halt schon recht attraktiv ist. Wir waren als erstes mit Freunden in der Innenstadt und dann hat er mich nach Hause gebracht. Dieser Move, ey. Als er mich nach Hause gebracht hat, waren wir noch so krass im Gespräch, dass wir uns noch auf eine Bank gesetzt haben und weiter geredet haben. Irgendwann mal hat er mich zu sich hergezogen und geküsst. Und für mich war alles perfekt. Oh, I miss those dates. Oh, am besten im Auto. Okay, thanks for driving me home, babe. I'll see you next time. Und dann, zack, und dann so, oh no. Und dann ist es so, und in your body and it's just like, oh, ein Zerfüglung. Okay, moving on. Und für mich war alles perfekt. Als er gegangen ist, war ich so bezaubert von ihm und ich konnte nur an ihn denken. I know that feeling. Ich habe ihm geschrieben und er hat's gelesen und nicht geantwortet. Left on red. Oh my god, left on red. Ich muss irgendwann mal left on red Merch rausbringen. Und immer so weiter. Ich habe natürlich komplett in denial gesagt, dass es bestimmt einen guten Grund geben wird, aber nein. Wir haben Kontakt verloren, aber plötzlich haben meine Connections mir gesagt, dass er mit 3 Bekannten von mir auf Partys etc. rumgemacht hat. Das, meine Lieben, ist ein Fuckboy, wie er im Buche steht. Mädchen, you define this. Aber ich möchte diesen Thema kurz ansprechen, Leute. Das passiert ganz oft. Und meine Regel ist, ich interpretiere in Kai, egal wie toll den Abend war. Das ist mein Tipp für euch. Das kommt auch zu euch, desto älter ihr werdet. Ich bin ja fast 30, vergiss das nicht. In Februar werde ich 30. Und ich habe schon lange gelebt und ich habe schon genug gedatet, um zu wissen, dass ein Mann kann so toll mit dir einen Abend sein. Wirklich so toll. Und am nächsten Tag kennt er dich nicht mehr. Ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Ich glaube einfach, das ist einfach ein Teil von deren Biologie. Deswegen, ich interpretiere nicht, bis ich die Person schon 6 Monate oder so kenne und wirklich irgendwie das Gefühl hat, dass ich weiß, dass er mich will. Und davor fantasiere ich gar nicht. Am besten habe ich auch mehrere Dates lined up und treffe mich mit mehreren gleichzeitig, dass ich einfach so überwältigt bin von der ganzen Situation, dass ich nicht mehr weiß, wen ich möchte. Und der Richtige ist, der bleibt dann irgendwann mal am Ende. Versteh mich. Jetzt klinge ich wieder, oh scheiße. Muss doch wieder ein bisschen Traubensaft trinken. Aber ich hasse, dass meine Zunge so braun wird. Oh my god, Daddy Issue Central. Okay, ich bin, wenn, dann bin ich die Person, die diese Person den Tipp geben kann. Listen. Und ich weiß, dass viele Leute da draußen Daddy-Issues haben. Listen to this. Ich weiß nicht ganz, wie ich es sagen soll. Ich hatte jetzt seit 5 Jahren ein und denselben Deutschlehrer. Und ich mag... Girl. Ich schwöre, wärst du mein Alter, wir wären beste Freunde. Ich mag ihn. Ich mag ihn sogar sehr. Ich mag ihn sogar so sehr, dass ich manchmal davon großgeschrieben träume. Oh, Steamy. Oh.
scheiß mal auf International Tea, das ist viel besser. Das Problem ist, dass er ein bisschen älter ist als ich. Um genau zu sein, sogar 30 Jahre. Listen, wait. Teilweise habe ich das Gefühl, dass er mich auch mag. Ein weiteres Problem ist, dass er sich eine Glatze rasiert hat. Stick with me, listen. Und wie soll ich es sagen? Punkt, Punkt, Punkt. Er sieht aus wie mein Vater. Sadzi issues. Don't worry, girl, we're getting to that. Ich meine, ich mag ihn unglaublich gerne, aber eins, würden meine Eltern mich umbringen, wenn sie das erfahren? Und zwei, es ist es immerhin verboten, er ist immerhin mein Lehrer. Und seitdem ich bemerkt habe, dass ich ihn mag, finde ich immer mehr Lehrer mehr als nur nett. Okay. Psychologe Mikey muss jetzt sprechen. Also entweder, off the top of my head, du hast keine gute Beziehung mit deinem Papa und willst ihn ersetzen, oder deine Beziehung mit deinem Vater ist zu gut, dass du jemanden jetzt siehst als dein Papa und deswegen hast du den Crush. My tip, it will go away, don't worry. Alle meine Daddy-Issues, also alle meine... alle... mein eigenes Stil lese. Alle meine Daddy-Issues sind gefadet. Also nicht, dass ich keine Daddy-Issues mehr habe, weil irgendwo suche ich eigentlich keinen Freund. Ich suche halt einen Vater, aber am besten genauso alt ist wie ich so. Und aber der sich so um mich kümmert, wie ein Vater es machen würde. Das being said, dieser Crush wird vergehen. Ich weiß, du glaubst nicht daran, aber don't worry, honey. One day you'll wake up and thinking like, what the hell? Why did I like my teacher? Because, you know, like, I don't know. Like, ich hatte noch nie wirklich einen Crush auf meinen Lehrer, weil ich einfach keine heißen Lehrer hatte, glaube ich. Aber ich hatte immer einen Crush auf so Security-Männer. Immer. Immer. Es ging ganz schnell. Sobald ich einen Bodyguard zu mir bekommen habe, sofort war ich in ihn verliebt. Das ging so, wirklich. Das ging so. Ich hatte ein paar Securities, die zu mir angewiesen wurde, zugewiesen. You know what I mean? Like, assigned to me. Und wirklich, die kamen an und haben mich zum Beispiel von Hotel oder von Event Location oder vom Flughafen abgeholt. In dem Moment, wo ich die sehe, habe ich mich verliebt. Und zwar, weil ich sozusagen mir so meinen Vater vorstelle. Zum Beispiel, wenn ich so Jason Momoa Filme gucke und da ist irgendwas mit ihm und seiner Tochter, I'm just gone, oder Jason Statham oder Jared Butler, so stelle ich mir immer so meine Väter vor, so und beschütze mich and I feel like a little girl. Stop it, oh my god, what's wrong with me, I need to go to shrink. Ich sollte eigentlich keine Tipps geben für sowas. So Leute, falls ihr diesen Format feiert, schreibt mir auf Instagram hier on the Unstable Stylist in meine DMs und schickt mir euren Tee. Die werde ich jetzt in den nächsten Tagen ausselektieren, screenshotten, und wenn ich genug Tee habe, spille ich Zuschauer-Tee Folge 2. Until then, you know you love me, XOXO, Mikey. Mwah.